So. Vorsicht, heiß, ja, heiß, heiß. Ja, soll ich mal versuchen? Bitte. Geht? Eins, zwei, drei, schwupps. Sehr schön. Ein tolles. Es riecht ja fabelhaft. Wir müssen es jetzt nur noch ein bisschen abkühlen lassen, weil sonst kann man das nicht schneiden. Nein, das ist klar. Ja. Mein Großvater war Bäcker. Oh, und deswegen haben Sie für mich ein Brot gebacken. Nicht nur deswegen. Aber dann duftete das ganze Haus immer so herrlich. Und ich glaube, deshalb bin ich dazu gekommen, zu Hause das Brot zu machen. Als wir gefragt haben, was Sie bei uns kochen wollen, haben Sie gesagt, ich möchte ein Brot backen. Ja, ich möchte Brot backen. Und ich mache das ja zu Hause auch. Und dann duftet das ganze Haus herrlich. Nur für die Familie Brot backen? Ja, oder für gute Freunde. Auch schon mal verschenken? Ja. Schön. Soll das ein Wink sein? Naja, das behalte ich schon. Das behalte ich. Also damit auch ein bisschen gekocht wird, habe ich hier schon vorgekocht, weil die brauchen, wenn man sie auf der... Das sind Calamari. Ich werde ohnmächtig. Tintenfische, ne? Hier, einer schon geputzt, einer noch nicht, das machen wir gleich. Siehst du, ist gerade fertig. Hier so... Auf dem Herd ungefähr 35 Minuten. Ich lasse die jetzt ein bisschen auskühlen, weil die so schwer zu schneiden sind. Und in was sind die gedünstet? Die werden gefüllt, das mache ich gleich. Dann in Olivenöl angebraten, kurz. Und dann einfach Weißwein drauf. Ich habe Hunger. Es gibt gleich was. Ich muss die nur ein bisschen abkühlen lassen. Denn dann, ja, machen wir hier. Dann schneiden die sich besser. Mhm. Wenn man die heiß schneidet, dann quillt diese Fülle raus. Da ich schon auf halbem Wege hierher bin, darf ich ein Schlückchen trockenen Weißwein anbieten? Was soll ich denn jetzt sagen? Natürlich. Ein Schlückchen. Das passt ja gut dazu, ne? Ich habe ein Schlückchen. Wir gucken mal, nachher essen wir sozusagen. Wir fangen mit dem Wein an und lassen dann... Und hören mit dem Wein auf. Und lassen dann das Essen folgen, wollte ich sagen. Ich guck mal, was wir da haben heute. Einen Silvaner, einen trockenen Silvaner aus Baden. Göttlich. Silvaner ist ja ein bisschen, sind nicht ganz so pritzlig wie der Riesling. Zum Wohl. Zum Wohl. Schön, das wird uns erfreuen. Ich hoffe. So, ich putze jetzt erstmal, ich muss das, ich habe mir schön die Hände gewaschen, rausziehen. Es sieht ein bisschen komisch aus. Und hier ist dieses Teil, das man manchmal am Strand findet. Und dies muss jetzt am besten unter dem Wasser gewaschen werden. Sehr einfach. Das geht so ab. Wirklich, also ach so, das ist dieses Tinten. Ja, das, die tiefe Tinte, die ist ja drin, die ist schon längst rausgenommen. Aber das geht also eigentlich ganz, ganz leicht ab. Hier so. Und unter dem fließenden Wasser, ne, flutscht es. Ich mache es jetzt nicht so genau, wir haben deswegen einen schon vorgesäubert. So. Und dieses werde ich jetzt hier füllen. Da habe ich Krabben, diese kleinen, so die Granat, ne? Das sind die besten. Das sind die besten. Sie leben doch in Hamburg, ja, ne? Ja, und was esse ich da wohl? Da hat man das ja. Das sind zwei Weißbrotscheiben, altbackene. Mhm. Die waren ein bisschen in Wasser gelegt und das ist jetzt schon ausgedrückt, damit das schneller geht. Dann zwei Eier. Ganz. Ja. So. Natürlich. Ein Bund Petersilie, klein gehackt. Und was haben wir denn noch? Semmelbrösel. Knoblauch. Salz sowieso. Irgendwo hatte ich... Und was ist das? Semmelbrösel. Ach, das sind Semmelbrösel. Weißer Pfeffer. Oh, das duftet. Ne? Ja, herrlich. Ja, und die Semmelbrösel, damit es ein bisschen... Ah ja, und auch etwas Wichtiges. Noch etwas Wichtiges. Der Knoblauch ist hier, deswegen habe ich ihn. Ich dachte hier. Knoblauch mit Zwiebel ein bisschen glasig in Öl. Mhm. Und deswegen habe ich es vorweg gemacht. Das muss ein bisschen abkühlen. Mhm. Ja, und abkühlen. Mhm. Das soll man nicht heiß rein tun. Deswegen habe ich es vorher schon gemacht. Hier ist der Knoblauch. Man riecht den. Den Knoblauch riecht man schon. Das muss ich leider mit der Hand. Ja, viel mein Brotteig. Ne? Ja, eben. Heute sind wir am Manchen hier. Das gehört dazu. Ja. So, und das wird jetzt da reingefüllt. Wenn Sie mir das halten, ja. Ich glaube, ich mach das schnell. Und sonst, du machst das mit einem Löffel, ne? Genau. Ja. Ich versuch, Co-Produktion. Zack. Co-Produktion. Zack.
Genau. Ja, nachstopfen einfach. Jetzt muss ich noch ein bisschen helfen. Ja. Und zwar nur zwei Drittel. Mhm. Das ist schon fast zu viel. Denn sonst, und zwar deswegen, weil diese Füllung, wenn es dann brutzelt, die geht ein bisschen auf. Ja. Mhm. So, wenn Sie mir das da so halten, genau. Mache ich einfach mit dem. So. Herrlich, so ab in den Topf. Und so sieht es ja dann hier auch aus. Ich glaube, wir können dann bald mal probieren. Sollen wir mal? Ja. Teller. Heute ist Manch- und Wascharien-Tag ist heute. Teller sind oben, jawohl. Kriegt jeder eine. So. Ich habe extra heute noch nichts gegessen. Sehr gut. Ich habe einen richtigen Heißhunger. Ein bisschen. Ach, wunderbar. Da kann man ja ruhig. So, und was würde man denn jetzt dazu essen? Oder ist das so eine Art Vorspeise, dass man das? Ja, also es ist, das ist natürlich ganz nach. Habe ich da gekleckert? Nur ein bisschen. Vorspeise oder Hauptspeise kommt drauf an. Ob man mehrere Kalamari isst oder Tintenfische oder so, nur einen. Gut. Im Griechenland, wo das ja ein ganz bekanntes Gericht ist, isst man einfach Weißbrot dazu. Ich würde auch immer Weißbrot dazu essen. Probieren wir doch mal. Wunderbar. Schön weich. Ganz zart. Gottes Wort. Unsere Tante sagt immer Gottes Wort. Das schmeckt ja köstlich. Eher nun wieder. Wunderbar, und es ist ganz leicht. Ein ganz leichtes, herrliches Essen. Was man von meinem Brot nicht gerade so sagen kann, denn das ist ein sehr, sehr schöner, kräftiger. Und ich könnte auch leben von Brot. Ja. Gutes Brot ist in meiner Küche der Hauptbestandteil. Ja. Und dann, was draufkommt, natürlich auch noch. Das ist ganz wichtig, gute Butter oder was immer, ein schöner Käse. Oder mal ein Fisch. Oder alles Mögliche. Oh, herrlich. Wie ist es denn mit Fleisch? Essen Sie viel Fleisch? Ganz wenig, ganz, also ganz wenig. Also keine Vegetarierin? Nee, nicht so streng, sonst dürfte ich ja im Grunde das auch nicht essen. Naja, es gibt ja Vegetarier, die doch Fisch essen. Ja, aber das sind auch nicht die echten. Nein, also ich esse, ich bin gar kein Vegetarier, aber habe auch ein bisschen Fleisch reduziert. Mach viel Pasta und solche Sachen. Sehr schön, ne? Und schneidet sich ganz leicht, mal ganz zart. 35 Minuten hatte ich sie auf der Flamme, wenn ich sie im Rohr mache. Das konnte ich jetzt nicht machen, weil da ihr Brot drin war. Ah. Mache ich es 50, braucht es ein bisschen länger. Ach so. Also im Ganzen würde man eine Stunde brauchen, um das zuzubereiten. Ja. Mit allem. Ja. Geht ganz schnell. Herrlich. Also so gut es ist, wir müssen jetzt ans Brot haben. Ich werde das zu Hause sofort ausprobieren. Denn ich möchte natürlich wissen, wie das gegangen ist mit dem Brot. Ich habe bisher, obschon ich wirklich ein leidenschaftlicher Brotesser bin, noch nie, also das machen wir noch schön sauer, noch nie selbst Brot gebacken. Das heißt? Noch nie. Ich will das jetzt mal lernen. Ja, das muss jetzt auch mal anders werden. Ja. Also ich will das mal. Schön sauber. Ich will das jetzt mal lernen. Wir haben ja, Sie haben ja einen vorbereitet. Einen vorbereiteten Tag. Ja? Soll ich den mal bringen? Soll ich mal gucken, ob der gegangen ist? Jetzt bin ich natürlich ein bisschen nervös. Ja, ob der richtig aufgegangen ist. Hokuspokus. Na ja, Mittel. Ja, Mittel. Der kommt, aber jetzt merkt man, da, wenn man jetzt reintupft, das muss so wie so eine weiche Pferdeschnauze sein. So. Ja. Also. Weiche Pferdeschnauze. Ja, und dann fängt er an zu quellen. Jetzt tut man noch so. Also wie hat denn das angefangen, um überhaupt dazu zu kommen? Also, Weizen, Vollkornmehl, Roggenschrot, rein in die Schüssel. Wollen wir denn nicht einen machen, mit richtig mit Manschen, mit Kneten? Und was nehmen wir denn für eine Schüssel? Dürfen wir die nehmen? Ja. Komm, zack. So, da schütte ich einfach mal Weizen. Dies ist jetzt Weizenschrot. Tun hier nur so ein bisschen, mach ein bisschen. Klar, schief hier vorne. Roggenmehl. So, und dann kommt. Was war das? Weizenmehl? Ja, Weizenmehl. Entweder nimmt man also Weizenvollkornmehl und Roggenschrot oder umgekehrt. Ja. Oder man kann auch Feinmehl. Und dann macht man in die Mitte hier die kleine Delle. Ja. Und da kommt jetzt die Hefe rein. Ah. Bisschen bröseln. Wie sieht die aus? Ist das Trockenhefe? So, haben wir die hier irgendwo stehen?
Stimmt, was wichtig ist, 4 Teelöffel Salz. Ja. Nicht? Das streut man mal so an den Rand. Ja. Sups. So. Das hier ist. Das ist der Sauerteig. Natursauerteig. Ja, der kommt aber erst später. Man muss ja die Hefe erst mal gehen lassen. Aha. So, die finde ich jetzt nicht. Die Dann Hefe. Tue ich so als Tätigkeit. Ja, also wir machen Job, dies ja Hefe sowieso rein. Nicht, das ist ja, ja schon hier. Ja. Also Hefe rein und ja. wenn es geht, ein Hauch Zucker. Hauch Zucker und dann ein bisschen lauwarmes Wasser, liebevoll zudecken, ja. so, Tuch drüber warten lassen und dann fängt das an zu quellen. Und dann kommt die ganz abgemessene Wassermenge rein und dann knetet man durch. Und dann haben wir das da. So, das hier geht jetzt los und das knetet ah, jetzt man ah, fast sich Soll wunderbar ich ein feuchtes Tuch drunter stellen? Das wäre gut. Dass das nicht so rutscht. So, und jetzt kommen die Sachen rein, die man im Haus hat, wie zum Beispiel Kürbiskerne. Heißt das, dass man das variieren kann? Immer. Also wenn man was anderes im Haus hat, kann man auch was anderes? Wenn es da ist, nehme ich es eben nicht fit. Aha. So, und was ich sehr gerne esse, sind Nüsse. Walnüsse. Und so ganz? Ach klar, alles rein. Das sind ja Riesendinger. Man schneidet doch das Brot in Scheiben, dann ist es doch fast so. Das stimmt. So, und ich mache das alles Sonnenblumen? Sonnenblumenkerne. Oh. Und was ganz toll schmeckt, ist Sesam. Gestohlen. Ja, ich hab's gemerkt. Sesam und Hirse auch noch, weil das bleibt so schön fest und dann hat man immer so schön was zu beißen. So, und dann kann man Gewürze reintun, eben mal Kümmelbrot, mal Zwiebelbrot, mal eben Kardamom, haben wir hier noch so schön. Ups, das fehlt. Das war was? Das war's? Hirse. So. Oh, oh. Ja, das also das ist gut. Oder man kann Anis mal reintun, ein Anisbrot oder ein Korianderbrot. Koriander. Ne? Ah, so, darf ich das reintun? Ja, so, wupp. So, und das wird jetzt liebevoll durchgeknetet und ich glaube, wir bräuchten noch ein bisschen Wasser. Ja, soll ich was bringen? Ja, wenn es geht, ein bisschen Warmes. Warmes. Ich lass mal ein bisschen laufen. Ja. Denn dann hat der Teig das ein bisschen leichter zu gehen. Es wird ein super Brot, ich weiß es schon. Also ich krieg's nur lauwarm. Gut, ist auch genau richtig. Denn wenn es heiß wäre, würde es Mehl ja klumpen. Ja, ja, klar. So, jetzt noch mal ein bisschen liebevoll drüber. Alles. Alles? Ja. Naja, lauwarm. Das ist lauwarm. Das war ein bisschen geflunkert. Na, doch. Lauwarm. So, aber guck mal, jetzt fängt das an, richtig alles liebevoll sich miteinander zu vermengen. Mm. Und im Grunde müsste man es jetzt noch mal so eine halbe Stunde stehen lassen. Die Zeit haben wir aber, glaube ich, nicht. Nein. Jetzt formen wir da mal ganz liebevoll. Und geht der dann noch mal? Im Ofen. Ganz toll. Ach, der geht dann, also der steht jetzt eine halbe Stunde. Ja, und dann forme ich so Leiber. Ja. Lege das auf ein bemehltes Blech. Mhm. Und stelle erst mal den Backofen so auf lau. Nicht? Ja. Und dann warte ich ab, dann geht das mal und dann sieht man, wie die Brote aufgehen. Moment, wunderbar. Den Backofen, also klein. Auf 100 so auf 100 ungefähr. Und das Brot schon rein. Nein. Und dann geht's langsam. Und dann schleiche ich mich immer ein bisschen höher. Ah, nicht auf einmal. Bis ich dann zum Schluss noch mal so eins überbrate. Dann gibt's so eine schöne dicke, kruspelte Kruste. Ja, ja, wir werden's ja gleich anschneiden. Ich bin schon ein bisschen nervös. Ja, ja, ja. Wehe, das ist nichts geworden. Sind aber da auch all diese Sachen drin? Ja, fast alle, nicht? Es ist immer ich glaube, da sind keine Haselnüsse drin. Immer anders, jedes Mal anders, ja. Das finde ich ja auch schön. So, und jetzt, pass mal auf, mach mal gerade mir so ein bisschen über die Hände. Ja. Der Assistent. Gut. So. Nicht? Und war jetzt? Das Vollkorn-Weizenschrot? Das ist Schrot, ja. Wir werden jetzt aber hier schon ein Brot formen, richtig, ne? Ja, ja. Mal sehen, dass wir das hinkriegen. Oh ja. Ja. Also ab und zu backe ich zu Hause dann auch diese runden Leiber, einfach so Bauernbrote. Ja. Ach, ist so schön, wenn man das anschneidet. Was. So, ich brauche was. Noch ein bisschen davon. Brot ist was sehr Spezielles. Ah. Also irgendwie denke ich, gegenüber, also so toll Kartoffeln sind, so toll alles. Also nichts gegen Kartoffeln, ich bin ein großer Kartoffelesser. Aber Brot hat irgendwas. Ja, Brot ist ganz toll. Fast vor allem, was wenn man Mystisches. Selber gebacken hat. Und dann für denjenigen, für den ich es backe, immer die guten Gedanken rein. Und das wirkt. Das wirkt. Ach, natürlich. Wann sind da auch gute Gedanken? Natürlich. Alle. Schön. So, pass mal auf. Haben wir das Brett jetzt mal irgendwas, dass ich so einen schönen Leib formen kann? Kinders, das wirkt was. Bisschen Mehl drüber. Sekunde mal. Auch dieses? Egal. Na. Oh, meine Schuhe sind auch gleich. Geschrotet, alles ist geschrotet.
So, und jetzt machen wir das mal so ein bisschen so. Toll. Liebevoll gerollt. Toll, toll. Wer kocht denn bei Ihnen zu Hause? Ich. Und Ihr Mann? Kocht auch gerne, aber weniger, nicht? Ich habe das irgendwie so ein bisschen an mich gerissen, was ja gar nicht meine Art ist. Nein, überhaupt nicht. Nein. So, bitte. Voilà. Na, ist das toll. Was? Könnte man das jetzt sofort ins Rohr tun? Sofort ins Rohr tun, aber jetzt sich ranschleichen mit der Temperatur. Und das würde dann langsam hochgehen. Und ja. Wie lang insgesamt? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Anderthalb bis ein Dreiviertel. Ach, das sieht doch schon ganz gut aus. Und was wichtig ist, unten in den Backofen immer eine Tasse mit heißem Wasser. Mit Wasser stellen, damit weil es schön dunstet. Ah. Ja. Das ist also ganz bitte. Wichtig. Sie dürfen Ihre Hände waschen. Na, fabelhaft. Und was ist mit dem Sauerteig? Der war ja in diesem Teig schon drin. Ach, richtig. Also wenn der vorgegangen ist, dann bei der zweiten Durchknetung kommt dann Sauerteig und Wasser dazu. Ah ja. Hm? Und der ist da schon drin? Ja. Ah, jetzt habe ich auch was. Eine kleine Überraschung. Was? Jetzt habe ich eine kleine Überraschung. Mein Piepser. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben. Und ich gebe zu, es ist sehr unsinnlich. Es ist sehr unsinnlich. Aber es gibt jetzt eine Brotbackmaschine. Was? Da tut man abends die Zutaten einfach oben rein, stellt es ein und wenn man morgen frühstückt, hat man frisch gebackenes Brot. Das möchte ich mal sehen. Jetzt vor allen Dingen, was habt ihr reingetan? Ist nur heiß. Gucken wir mal. Ha! Ja, und was ist mit Kneten und mit... Macht alles die Maschine. Ich sage, es ist ein bisschen unsinnlich. Aber da ist einem ja die ganze Freude genommen. Na ja, gut. Oder? Ich gebe das ja zu. Ich gebe das ja zu. Aber es sieht ja gut aus. Aber ich habe zwei Stück vorweg gemacht. Dies ist jetzt zu warm. Mhm. Das ist sogar eins mit Körnern, wobei ich ein Rezept habe von einer Bekannten mit Honig. Das habe ich auch gemacht, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich den Honig weggelassen, aber habe die ganzen, da ist Koriander und alles drin. Wir probieren mal. Riecht herrlich. Ist doch, sieht ein bisschen komisch aus, dieses. Finde ich nicht. Ja, so ein bisschen eingefallen. Und jetzt probieren wir das. Also, das Brot wird... ist ein bisschen weich. Also es gibt so ein Vollkornbrot, so ein festes, kann man nicht drin machen. Mhm. Aber es gibt viele Rezepte und das Ganze ist wirklich unglaublich simpel. Ich habe hier alles mal vorbereitet. Guck mal. Also es duftet herrlich. Ist doch erstaunlich, oder? Es duftet herrlich. Also es ist genau, was Sie sagen, es fehlt diese Lust zu kneten und so. Aber es riecht schön und es ist irgendwie ganz simpel. Ich mache also abends, ich habe hier das Rezept. Und woher weiß die Maschine, für welchen Teig sie welche Zeit braucht? Das müssen Sie den Erfinder fragen. Also es gibt verschiedene Einstellungen, aber im Prinzip das kürzeste ist 3 Stunden. Das heißt, wenn ich das abends rein tue, sagen wir um 9, will um 8 Uhr früh mein Ding haben, dann muss ich ausrechnen die 3 plus die Stunden und dann schaltet sich die irgendwann ein. Kürbiskernbrot. Ein halber Teelöffel Trockenhefe. Das hier. Hier. Die muss dann aber erst mal vorgeben. Ach nee, das geht, macht die Maschine alles. Schau. So. Weizen. 210 Grad Weizen, das habe ich hier. Vollkorn. Nee, das ist das. Dies kann es nur sein. Ja, wahrscheinlich. Ja. Rein. Ja, rein. Einfach auf die Hefe. 90 Gramm Weizenmehl. Wupp. Salz. Ein Teelöffel Salz. Ein Esslöffel Zucker. Zucker habe ich hier. Das ist übrigens gleich dabei zum Abmessen. Das ist ein Esslöffel. So. Haben wir noch? Ein Esslöffel Butter. Butter? Ah, die haben wir schon abgemessen. Soll ich mit dem Finger? Ja, oder? Heute ist unser großer Händewaschtag. So, Butter. 2 Esslöffel Kürbiskerne. Ach, die machen wir so. Auch mit der Hand? Ja, machen wir ein bisschen mehr. Das gerne. 2 Esslöffel Haferflocken. Ich mache ich? Bitte. Auch. Ach, 2 Esslöffel. Ja, machen wir auch. So. 2 Esslöffel Haferflocken. Und 220 Milliliter Wasser.
Da, auch schon ein Spezial ab. So. So, das tue ich hier rein. So, mach zu und stelle jetzt hier ein, extra normal und Start. Aber ist alles so vorgeschrieben. Ich würde immer gerne so. Man kann natürlich auch nicht alle Brotarten drin machen. Aber irgendwo für jemanden, der wenig Zeit hat. Ja, ist das wunderbar. Ist es im Prinzip eine verrückte Sache. Also ich war platt. Ich habe es vor allem nicht geglaubt. Mir hat eine Freundin meiner Party erzählt, ich habe es ihr nicht geglaubt, bis ich das Ding ausprobiert habe. Aber man muss natürlich auch all die Zutaten im Haus haben, nicht? Da muss man ja auch doch einkaufen. Muss man. Einkaufen muss man noch gehen. Also so einfach, dass alles abgenommen wird, geht's nicht. Oder ich stelle das mal. Ja, oder da unten hin. Da. So, jetzt wollen wir aber das Brot doch probieren. Vor allem möchten wir gerne ihr's mal probieren. Ich habe mir Folgendes gedacht. Sie sagten vorhin, und das, was aufs Brot kommt. Da habe ich einen kleinen Vorschlag. Wir machen eine Rucola-Butter. Oh, und da weiß ich nicht, was das ist. Ja, Rucola kennen Sie als Salat. Ich habe eine Teufelsmaschine, mit der ich alles klein mache. Ich habe ein bisschen vorgeschnitten. Na, ist doch toll. Kann ich nur an? Ja, super. So, mit der häcksel ich alles, was ich brauche. Aufpassen, dass es nicht zu klein wird, dass es kein Mousse wird. Toll, das ist ja, vor Jahren wussten wir gar nicht, was das ist, Rucola. Und heute ist das mein Lieblingssalat geworden. Gibt es inzwischen auch überall. Und dann gibt es auch, ist es noch zu weit? Oh, es geht noch. Ja? So, und das tue ich einfach. Vielleicht da hinten ist so ein Gerät irgendwo, ja. Oh, das ist viel zu groß. Oder wir nehmen eine Gabel. Oder eine Gabel. Finger. In dem Fall, glaube ich, ist mit einer Gabel am besten. Da ist die Gabel. Einfach schön verrühren, verrühren. Natürlich müsste man die jetzt dann wieder kalt stellen. Mhm. Bisschen Salz. Salzen? Ja. Bisschen weißer Pfeffer. So. Ach, das duftet ganz stark. Ist eigentlich das Rezept von diesem Brot, kochen Sie nach Rezept oder backen Sie nach Rezept? Nie. Oder? Alles eigene Sachen? Immer. Ja. Einfach, einfach so intuitiv. Ja. Ist schön. Wollen wir mal probieren? Gut, jetzt werde ich ja nervös. Ja? Wollen Sie? Nein, nein, nein. Darf ich? Wir müssen ja eigentlich erst das Kreuz unten runter machen. Tante Anni hat immer. Tante Anni? Hat immer. So. Ja, jetzt. Meine Mutter auch. Ja, siehst du? Ja. Es ist geglückt. Oh, es sieht schön aus, ganz fest. Die sind nicht so fest aus der Maschine. Mhm. Das finde ich schade. Ist ein bisschen amerikanisch. Wahrscheinlich ist das auch für den amerikanischen Markt gemacht. So, und was tun wir jetzt drauf auf das Brot? Rucola. Ja. Oder? Oder wir könnten ja auch noch. Oder normale Butter. Ich habe auch einfach nur gesalzene Butter. Wir könnten auch noch eine Überraschung drauflegen, oder? Bla. Ja. Ich habe. Meine Überraschung hatte ich ja schon. Ja. Meine hatte ich noch nicht. Was ist das nun schon wieder? Bitte öffnen. Ein Gruß aus Hamburg, frisch von der See. Passt gut zum selbstgebackenen Brot. Na, das ist aber gelungen. Diese Überraschung ist gelungen. Hey. Leicht dänisch eingelegt, ein ganz feiner Matjes, der über die Zunge hüpft und den Gaumen streichelt. Oh. Entschuldigung, ich kann es nicht erwarten. Eieieiei. Schwuppdiwupp. Vorsicht, das schöne Brot. Ich kann es nicht erwarten, das schmeckt. So, und da zu diesem Matjes nur ein Stück Brot. Und toll. Und wie ist das jetzt? Wir müssen noch ein Stück abschneiden, das trocken ist. Dies ist trocken. Ist das hier ja, trocken? Ja, das ist auch trocken. Wie isst man das jetzt? Teller. Da sind die Teller. Ich gebe nur noch Anweisungen. Ah, das ist super. Man wird ohnmächtig. Und ich bin ja ein Matjes-Fan. In Holland
wenn es die neuen gibt, Nüwe Haring, dann isst man die so im Stehen am Stand. Ja. Ne? Ja. Also das bitte probieren. Bisschen matschig hier alles. Aber ich mach Folgendes. Nein, wenn Sie das halten, nehme ich dieses Brett schnell weg, denn das sieht wirklich schrecklich aus. Wir räumen ein bisschen. Ich mache hier ein klein bisschen. Och, tu wenigstens so, als würden wir das. Ne? Gesegnete Mahlzeit. Also ich weiß, wie er schmeckt. Ich nicht. Ist er selbst eingelegt? Nach einem Rezept, was ich mal aus einer Fischhandlung mitgenommen habe. So, und nun? Man wird ohnmächtig. Na? Wie hat Tante Anni gesagt? Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Das kann man nur noch verfeinern. Na toll. Ach, was ist das für ein schöner Tag. Tante Anni sagte zu uns auch immer, Kinder, esst, was auf den Tisch kommt, gebe ich sowieso verloren. Also jetzt. Sie sind ja auch in einer schweren Zeit aufgewachsen. Ja. Ja. Das genießt man doch umso mehr. Ja. Also ich finde es auch immer ein Wunder, dass wir das alles so haben heute. Nach dem Krieg war das wirklich, also das ist ja eigentlich was Einfaches. Ja. Wir kehren ja Gott sei Dank auch wieder zurück nach der Nouvelle Cuisine zu den einfachen Sachen. Aber sowas wäre doch damals, also da hätte man sich durch die Finger geleckt. Ja. Aber schön, dass es das alles wieder gibt. Kochen Sie schon mal solche Sachen auch im größeren Rahmen, so fürs Team oder irgendwie? Oder fürs Team gar nicht. Am besten so für 8 Leute. Ja, ich dann 8 Leute ist ideal. Meine heilige Zahl, mit mir 8. Ich habe einen viereckigen, also quadratischen Tisch. An jeder Seite sitzen 2. Das ist ideal. Also ist auch fürs Gespräch gerade wichtig oder ein gemeinsames Gespräch oder 2-2. Ja, das finde ich auch. Ach, wie wunderbar. Toll. Aber sonst, also so große, so fürs Team oder so, haben Sie auch schon mal gemacht? Mache ich immer. Immer einmal, wenn ich also groß drehe oder so, dass ich dann einmal einlade. Und wenn es geht, alles selber machen. Nein. Ah, das ist so eine Freude. Aber das sind dann mehr Eintöpfe und solche Sachen. Nö, nix da. Also so wunderschöne Süßspeisen, Trüffel zum Beispiel, sowas schön. Das müssen dann solche Schüsseln sein. Und so. Ja, herrlich. Und wenn Sie auf Dreh sind oder irgendwo eine längere Zeit Theater spielen, nehmen Sie sich ein Apartment oder sowas, wo Sie selbst kochen? Also ich habe jetzt in Hersfeld, wo ich ja im Augenblick bin, auch das Brot selber gebacken. Wunderbar. Weil ich habe so Freude dran. Ja, ja, ja. Ja, außerdem in Hotels zu wohnen, wenn ich dann nur ans Frühstück und an den Tee denke, an den Beuteltee. Oh, ich glaube, das vereint uns neben vielen anderen Sachen. Der Hass gegen den Beuteltee. Ich habe ein kleines Wasserdestilliergerät mit, nicht? Und da mache ich bereite Wasser. Was mich ja noch mehr ärgert in den Hotels als der Beuteltee ist, dass die lauwarmes Wasser bringen und dann muss extra man... Extra noch. Oh, furchtbar. Fürchter. Dafür geht's uns heute. Wunderbar, ich freue mich. Herzlichen Dank, vor allem für die Überraschung. Toll, ist gelungen.